Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Sieben Sätze, die ein Ägypter niemals sagt. Was denkt ihr? Ich glaube, ich habe aber noch drei Bonussätze dazu. Wir schauen mal. Ne? Welche Sätze sagt ein Ägypter niemals? Na, da habe ich mir mal Gedanken gemacht, ne? So Deutschland, Ägypten technisch, ne? Wenn man da so sitzt mit dem Mann und dann immer wieder die Unterschiede sieht. Ja, habe ich mal mitnotiert. Also, sitzen mal die Männer in einer Runde. Ne, draußen bei uns vom Stall, ja auch vom Haus. Und sprechen. Ne, dann schreibe ich meinem Mann, komm, Essen ist fertig. Ne? Oder ruf ihn auf Deutsch oder Englisch. Ne? Komm, Essen. Mein Mann, also ein Deutscher würde kurz sagen, ich gehe mal kurz essen. Ich komme gleich wieder. Das sagt ein Ägypter nicht. Ne? Ein Ägypter geht auch dann nicht essen, wenn 1000 Leute draußen sind. Ne? Dann geht er vielleicht heimlich, sagt, ich komme gleich, ich gehe mal kurz Hammam oder gar nicht. Geht einfach kurz weg und kommt dann wieder. Er wird niemals sagen, er geht jetzt essen. Das ist unhöflich, weil man muss die anderen mit einladen. Ne? Also, ich gehe mal kurz essen, ich komme gleich, dass du wisst. Ne, wenn Besuch da ist, ist absolutes No-Go, dass man alleine essen geht und die draußen sitzen lässt. Ne? Wenn jetzt da die guten Freunde sind, okay, oder die Nachbarn, die sowieso hier wohnen, dann ist es auch, aber trotzdem macht das mein Mann nicht. Ne, wenn er mit seinem Freund da sitzt, dann wartet er und wartet und irgendwann, ne, kommt er dann und isst alleine. Ne, weil wir warten nicht, bis der Ägyptische die Regeln da gibt. Ne. Meine Kinder und ich, wir haben Hunger, wir essen dann. Dann machst halt deine Kultur, mach Mut. Gut, Satz Nummer 2, Besuch kommt. Na, in der Regel ist es ja so, dass wir in Deutschland den Besuch, wenn er übernachten, ich bleibe ein paar Tage, ist okay, aber wenn er dann kommt, dann fragen wir Deutschen, ne? Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie lange du bleibst, dass wir einplanen können? Das ist ja ganz normal. Normale Frage. Ne? Dass wir wegen Essen einkaufen, pipapo, was machen wir alles? Welche Sachen besuchen wir? Wo gehen wir hin? Ne? In Ägypten geht man nirgendwo hin mit dem Besuch. Der Besuch hockt dir auf dem Sofa. Und der wird auch nicht gefragt, wie lange der bleibt. Der bleibt halt, solange er will. Ne? Und die Frauen oder die Männer, die müssen dann einkaufen, bis die Tante, der Opa, die Oma wieder vom Sofa verschwindet. So ist es hier. Also Fragen, wie lange bleibst du, gibt's nicht. Ich frage immer meine Schwiegermutter, ja, wie lange bleibt die jetzt da? Allahu alam, das weiß nur Gott. Und keiner ist da böse, die freuen sich dann. Vielleicht manchmal denken sie, oh, mein Essen wird knapp. Aber dann sagen sie, Safrulailasim. Dann sagen sie, Safrulailasim, möge Gott mir vergeben, dass ich so denke, wenn man jemanden zum Essen einlädt oder im Essen auftischt, ist es ja eine gute Tat. Ne? Also man soll nicht geizig mit dem Essen sein, weil ne? Wenn Besuch kommt, gibt dir Allah mehr, als du hast. So ist es. Ja. Dann sind wir schon beim dritten Punkt. Ne? Dritten Punkt, ja genau. Wir sitzen am Tisch und in der Regel viele essen, also ich will jetzt nicht behaupten, alle Ägypter, aber viele essen auch aus einem Teller, mit Brottunken. Ne? Wenn es natürlich jetzt Fleisch gibt, hat jeder seinen Teller mit Reis, aber in der Mitte ist dann Molochea zum Beispiel oder die Kartoffeln und dann nimmt man so mit. Ne? Also, aber selbst wenn du einen Teller hast und da kommt einer und oder ich als Frau würde jetzt von meinem Mann da was rausnehmen. Ägypter wird nie sagen, Finger weg von meinem Teller, ist mein Essen. Das gibt's ja auch nicht. Das habe ich noch nie gehört, dass jemand da sagt, das ist mein Essen. Ne? Oder, weißt du, dass man sich ekelt oder dass man drauf besteht, das ist mein Teller, brauchst gar nicht gucken. Ne? Das ist in Deutschland vielleicht auch nicht bei jedem so, aber viele. Ne? Gut, würden sie jetzt nicht sagen, Finger weg von meinem Essen, aber so den Teller wegschieben. Geht's noch? Du hast doch deinen Teller, was willst du denn noch? Hm? So. Dann, Nummer 4 hier. Ich komme mal kurz vorbei. Ne, kurz, noch nicht mal einen Anruf, oder vielleicht noch, macht mal kurz einen Anruf. Ey, ich bin gerade in der Gegend, ich komme vorbei.
Hast Zeit? Der Ägypter würde niemals sagen, du nee. Jetzt geht's aber nicht. Das muss ich mich vorankündigen. Ich hab kurz Zeit, ich bin nicht da. Und dabei ist man da. Mein Haus sieht nicht gut aus. Ich kann jetzt nicht. Ich hab kurz Zeit. Das muss ich mir vorher sagen, ein paar Tage. Na, weil in Deutschland ist ja viel durch das straffe Programm. Jeder hat seine Termine, die Kinder, der Arzt, ne, die ganzen Besorgungen, pipapo. Die Ägypter, die Frauen sind ja meistens zu Hause, wenn der verheiratet ist, meistens, auch wenn sie studiert haben, wenn sie keinen Job, so eine selbstständige Praxis haben oder irgendwas Gutes gelernt haben, dann sind die zu Hause. Was sollen die arbeiten gehen? Die kochen, die putzen und die Männer sind nachmittags auch meistens zu Hause, weil die Jobs gehen nicht wie bei uns in Deutschland oder bei euch in Deutschland bis 16 Uhr, 18 Uhr. Meistens, wenn du bei der Regierung arbeitest, bist du um 15 Uhr spätestens zu Hause. So, und dann hast du den Abend frei. Ne? Und das heißt, die haben Zeit. Ne? Und wenn Besuch kommt, dann wird keiner sagen, du, ich hab kurz Zeit. Komm, egal. Ne? Die haben ja extra ein Besucherzimmer. Das Zimmer ist immer sauber. Und da wird der Besuch empfangen. Da kann die Wohnung aussehen wie, was weiß ich, Hemd bei Hempels unterm Sofa, aber Besucherzimmer ist immer tippitoppi. Ja gut, wir haben kein Besucherzimmer. Deswegen, ich brauche Termine. Ich habe mir heute so einen starken Kaffee gemacht, Leute. Mein Pulver, ich schütte doch immer und da ist mir so ein Schwall reingeholt. Oh, das ist schwarz. Schüttelt's nicht. Wo waren wir? Nummer 5. Das Kind hat Hunger. In Deutschland manchmal, wenn das Kind schon 8, 9, 10 ist oder keine Ahnung, sagt, mach dir selber was, komm. Hab jetzt kurz Zeit, kurz Lust. Eine ägyptische Mutter, habe ich noch nie hören sagen hören, mach dir selber was. Das Kind, wenn das 15 ist, das Kind wird noch bekocht, mitten in der Nacht alles gemacht. Ne? Also muss man sagen, das gibt's nicht in Ägypten. So kenne ich nicht. Ich sag jetzt auch schon zu der Mause, mach dir selber was. Du bist doch groß. Da Mikrowelle, da Kühlschrank. Oder wenn der Mann nach Hause kommt, mach dir selber was. Also dann müssen die Eheleute schon Streit haben, weil die Frau meistens macht die was. Ne? Weil die ist ja zu Hause, die schämt sich dann zu sagen, mach dir nix. Ne? Weil, ja, der kommt von der Arbeit und die macht dem nix. Mach dir selber was. Gut, ich sag das noch, weil ich bin krank. Eieiei. Sieht man mal, wie schlimm ich bin. Hilfe. Jetzt sieht man es erst. 7 Dinge, die die Kadega richtig mies macht. Ja, das sind die Unterschiede zwischen mir und Ägyptern oder Deutschen. Ach, ich glaube eher mir dann. Okay. Nachbar läuft an der Straße vorbei und grüßt. Dann grüßt man zurück, aber der Deutsche grüßt ja zurück. Oder guckt dezent weg und hat das nicht gesehen, wenn es ein Idiot ist. Ne? Dann grüßt man nicht. Der Deutsche, den grüße ich nicht. Ich hab nicht gesehen. Dann macht sich voll beschäftigt, busy. Der Ägypter, wenn der Nachbar grüßt, grüßt man zurück, aber nicht, das bleibt nicht beim Gruß, der wird eingeladen. Komm, sitz mit uns, trink einen Tee. Oh, da läuft ein Fremder vorbei. Da wird ja in Deutschland nie jemand sagen, komm zu uns ins Haus, trink einen Tee. Der Ägypter, wenn der Fremde kommt und was, also nicht einfach einen Fremden einladen, sondern wenn der Fremde zum Beispiel fragt nach dem Weg oder wo ist das Haus von so und so, ich habe eine Frage, wie ist das hier, wie heißt die Stadt hier, irgendeine Frage stellen. Der Ägypter würde niemals die Frage beantworten und den Fremden gehen lassen. Der lädt den ein. Komm, trink mit uns einen Tee. Komm, iss was. 3-mal sagt er das Ganze. Ja, boi, komm. Und dann wird 3-mal abgelehnt und dann mäschi. Manchmal habe ich meinen Mann schon dabei gesehen, muss ich echt sagen. Ja, boi, bleib. Und ich so, du willst doch gar nicht, dass der bleibt. Und die bleiben dann auch nicht. Das gehört aber zum guten Ton. Man muss die einladen. Und wenn der weg ist, gucke ich meinen Mann an. Alhamdulillah, ist er nicht komme. Der lacht dann. Der weiß, ich spüre das, dass mein Mann dann... Das ist halt so. Man sagt es. Okay, komm und trink Tee, ob du willst oder nicht. Das gehört dazu. Genauso wie... Ah, da fällt mir noch gerade was ein. Da können wir auch zu den Bonusdingern rechnen. Wenn du irgendwas einkaufst, sagen die meisten Verkäufer ja viel oft, Chalas, also brauchst nicht zahlen, ist für Umme.
Kalas, das wird ja in Deutschland auch kein Verkäufer sagen. Ja, ist umsonst. Ne? Und dann sagst du, nee, gibst Geld. Kalas, ja boi. Ist doch egal, mein Vater, fertig. Ne? Und dann sagst du wieder, nee, zahl. Ja, kalas. Beim dritten Mal nehmen sie es dann. Ne? Ich habe auch ganz oft aus Spaß, sage ich, okay, shukran. Und die lachen sich dann tot und wollen das Geld natürlich. Ja, das war nur so nebenbei. Gut, was haben wir noch? Ah, warte mal. Jetzt, ach so, das waren schon 7. Warte mal, wie geht's dir? Nachbar läuft, Fremder läuft vorbei. Genau, jetzt kommen die 3 Bonus. 7 haben wir schon oder 8 sogar schon. Ägypter zu Besuch bei dir. Ein Ägypter, der zu Besuch ist, wird niemals sagen, du, ich habe jetzt, willst du was? Also, nee, wenn jetzt die, oder wie man sagen, oder geht einfach hin und sagt, ich habe Hunger, ich habe Durst. Das würden die würden verrecken vor Hunger und Durst, die sagen das nicht. Ne? Also, wenn du zu Besuch bist, als Ägypter, wartest du, wenn einer dir was zu trinken anbietet, dann sagst du, ja, muss nicht sein, so in der Art, ne, alles okay. Die können verrecken vor Hunger, die essen das dann nicht so viel. Also die lassen immer ein bisschen was im Glas übrig und im Teller. Dass es nicht so aussieht, als ob die da verhungert und verdurstet wie so ein armer Hund daherkommen. Sondern, ne, ich habe noch nie einen Ägypter, der hier zu Besuch war, sagen hören. Oder wenn ich woanders bin und dort beobachtet habe, ich habe so Durst, ich kann nicht mehr. Ne, das sagt jetzt niemand, würde es sagen. Und selbst dann ist immer so ein Stück im Glas übrig von der Limonade, von dem Wasser, von allem. Ne? Man hat ja gar keinen Durst, man kommt ja, man ist ja super. Ne? So. Immer den Schein wahren. Dann habe ich noch, ja gut, das ist mal wieder, das kann ich euch mal fragen. Also ich denke, die meisten Kopten essen kein Schweinefleisch. Deswegen habe ich das als Bonus dazu genommen, um zu sagen, dass der Ägypter sagt, oh, ich hätte jetzt richtig Lust auf so einen Schweinesteak. Was ich sehe, also ich habe jetzt nicht so viel Kontakt, aber was ich mitbekommen habe, dass die Kopten auch kein Schweinefleisch essen. Schreibt mir in die Kommentare, wie seht ihr das? Ich weiß, dass in Ägypten, in Hurghada, ein Kopte Schweinefleisch verkauft hat. Ob er das noch macht, weiß ich nicht. Ne? Aber in der Regel, wenn ich es so durchfrage, essen die meisten Kopten auch kein Schweinefleisch. So. Weil es nicht gibt hier oder weil sie es nicht mögen oder whatever. So, jetzt kommt ein absolut, es ist ein Bonus, wenn ihr irgendwo bei Ägyptern zu Tisch seid, zu Besuch seid. Packt niemals, das wird auch ein Ägypter niemals sagen, am Tisch, gib mir mal ein Tempo, ich will mir die Nase putzen. Das dürft ihr aber nicht bei den Ägyptern bitte nicht machen. Das ist für die, als ob wir in Deutschland zu Besuch sind und am Tisch pupsen. Also Nase putzen am Tisch in Ägypten, geht nicht. Das ist so widerlich. Ne? Das Geräusch für die, das verdirbt denen den Appetit. Ne? Die sagen dann nichts, aber die denken sich dann, oh Mann, der hat ja auch keine Manieren. Das macht man doch nicht. Am Tisch Nase putzen. So elefantenmäßig. Das ist in Deutschland in jedem Restaurant. Weil wenn man irgendwie isst oder so, läuft die Nase, schnell Nase putzen, weiter geht's. Das machst du in Ägypten aber nicht. Dafür machen die andere Sachen, wo die Deutschen sagen, was? Ne, wir sind zivilisiert. Ja, also wie gesagt, das ist in Ägypten, sind so No-Gos, die man vielleicht, ja, wenn man zu Besuch ist, beachten kann. Oder wenn man das dringend oder das kitzelt, man kann immer, dann steht man kurz auf und geht aufs Klo, putzt sich dort die Nase, ne, aber nicht am Tisch. Gut, das war's mit dem Video. Ach so, und wenn ihr esst, kommt der Jonas, jetzt kommt der Jonas wieder, Habibi. Wenn ihr esst, versucht immer mit der rechten Hand zu essen, weil die linke gilt als unrein. Ne, wenn ihr da mit der linken in dem gleichen Essen rumstochert wie mit den anderen und jeder isst nur von seiner Seite. Ne? In der Runde jeder von seiner. Tschick, 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 tschick. So, gell, Jonas? So, kanntet ihr das schon? Schreibt mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Hey, schub mir nicht vom Tisch, ich fall noch runter. Der macht immer die, 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 die bei der Mama. Didi, du, du. Oh, du heißt unser Ich liebe dich, du, du. Okay, meine Lieben, das war's im Video. Ihr seht, Jonas ist ganz müde, 6 Uhr aufgestanden. Wir haben jetzt kurz vor 7. Es ist, und ich plapper euch schon ein Video, nein. Also, bis die Tage. Marcelena, bye, bye.
Bist du süß.